Heute geht es um das Thema, wie läuft eine Gesangsstunde ab? Ich würde mich wahnsinnig über ein Abonnement freuen, über einen Daumen hoch und wenn ihr natürlich die anderen nachfolgenden Videos auch schaut. Hashtag eine starke Stimme nicht nur auf der Bühne, sondern auch im Alltag. Viele sind immer wahnsinnig aufgeregt und extrem nervös vor einer Gesangsstunde. Singen ist natürlich etwas sehr Emotionales und etwas sehr Intimes. Und meistens versuche ich es so bequem und so einfach wie möglich zu machen, je nachdem, welche Vorerfahrung diese Person hat. Meistens werde ich durch meine Website kontaktiert, also grundsätzlich werde ich eigentlich durch meine Website kontaktiert. Und dort buchen dann die Leute einen Termin und dann bekommen sie von mir eine Rückmeldung, ob dieser Termin freigegeben wird. Dann bekommt diese Person eine E-Mail von mir mit der Bestätigung meiner Adresse und ein paar Fragen, weil ich immer gerne wissen möchte, wo ist euer Level, kommt ihr aus einem musikalischen Bereich, seid ihr Anfänger und ja, und was möchtet ihr aus dieser Gesangsstunde mitnehmen, also was sind jetzt so die spezifischen Sachen, die ihr gerne lernen möchtet. Manchmal sind es sehr unterschiedliche Probleme, manchmal sind es auch sehr ähnliche Probleme. Viele Leute haben Probleme, dass sie ihr Register nicht erweitern können, dass sie drücken bei so höheren Tönen. Also manchmal auch ganz unterschiedlich, manchmal auch doch immer relativ dieselben Sachen. Hier in Singapur tickt die Uhr ein bisschen anders, aber für mich ist es nach wie vor ganz wichtig, dass man sehr pünktlich ist, dass man direkt um Punkt 2 Uhr dann zusammen Gesangstermin erscheint. Und dann gibt es erstmal einen 5 Minuten kleinen Smalltalk, sich mal kurz warm machen, kurz kennenlernen und dann geht es auch schon direkt los und ich erzähle immer so, was passiert jetzt erstmal gleich beim Unterricht. Und ich mache für alle in der ersten Stunde erstmal die Basics. Das heißt, ich weiß ja nicht, woher du kommst und wie deine Vorerfahrungen sind und was du ja schon bereits beigebracht bekommen hast. Das heißt, du bekommst bei mir erstmal die Basics. Wir machen einmal ein körperliches Warm-up, dann machen wir einmal Atemübungen, dann machen wir einmal Staccato-Übungen, das heißt Zwerchfellübungen, damit du auch ein bisschen deinen Körper kennenlernst, den benutzt du ja auch beim Singen. Und dann gibt es einmal, und zwar Gesangsübungen auf dem Klavier oder mit Playback, je nachdem, worauf ich Lust habe und auf welchem Level sich der Schüler befindet. Und dann arbeiten wir an einem bis zwei Songs. Das heißt, entweder hat der Schüler schon ein Repertoire oder der hat schon eine bestimmte Songauswahl getroffen, die er mir hier präsentieren und zeigen möchte. Und dann gehen wir diesen Song durch und melieren den und brechen den durch und gehen den mal richtig auseinander. Und arbeiten sozusagen an die Problematik, die der Schüler aufweist während des Songs. Das ist also, wie es hier abläuft in einer Stunde. Nebenbei, und das ist mir immer extrem wichtig, erkläre ich immer jede Übung. Das heißt, ich erzähle immer ganz häufig, das ist, was jetzt passiert. Deswegen machen wir diese Übung, und damit du weißt, okay, ich kann das zu Hause nachmachen. Es ist mir sehr wichtig, dass hier eine pädagogische Grundlage entsteht und dass die Schüler auch wirklich ein Tagebuch führen und jedes Mal immer reinschreiben, das haben wir jetzt im Unterricht gemacht. Das sind Riffs, das sind Runs, das ist Stütze, das ist der Kehlkopf, das passiert im Kehlkopf, das sind diese Muskeln. Das heißt, du baust dir in unserer Zusammenarbeit ein Grundwissen über deine Stimme auf. Ja, und dann kicke ich dich auch raus, ziemlich pünktlich, weil ich hier ganz oft Leute habe, die sehr gerne immer länger machen wollen. Aber natürlich ist es nicht möglich, weil ich habe im Anschluss dann immer andere Schüler oder muss dann auch zu meiner Musicalschule, an der ich arbeite. Das heißt, wir machen dann sozusagen Punkt um 5 Uhr Schluss und alle, oder auch halt um 3 Uhr oder wie auch immer, was du da jetzt gebucht hast. Und dann bekommst du Hausaufgaben und arbeitest dann individuell an deinen Songs zu Hause durch. Wenn du natürlich deine Hausaufgaben nicht machst, dann kann ja auch nicht wirklich Muscle Memory entstehen. Das heißt, die Informationen, die du gelernt hast, können sich dann nicht richtig abspeichern. Der Muskel kann es nicht richtig abspeichern und dadurch dauert das alles eigentlich viel, viel länger. Das heißt, wenn du eine Übung von mir bekommst, die jetzt zum Beispiel, wo wir jetzt darauf hinausarbeiten, dass du jetzt dein Register erweitern möchtest, dann kann das ziemlich dauern. Das kann von ein paar Stunden bis zu ein paar Jahren dauern, bis du dein Register erweitert hast. Das ist immer wieder sehr individuell. Und deswegen ist es extrem wichtig, dass du auch zu Hause mal guckst und schaust und selber Übungen machst, damit du diese Information in deinem Muskel abspeichern kannst. Weil das sind ja viele Koordinationsübungen, die wir auch mitunter machen. Meistens hat der Schüler schon einen Durchbruch in der ersten Stunde, weil ein bisschen Licht ins Dunkel kommt, weil man merkt, oh, das habe ich also tatsächlich falsch gemacht. Ich habe zum Beispiel zu viel Luft geholt, ich habe nicht richtig die Stütze mit eingefragt, ich habe also, keine Ahnung, den Kehlkopf manipuliert.
Also es gibt verschiedene Probleme, die sich dann in der ersten Stunde zeigen. Das sind für viele immer so Lichtmomente. Und ja, und von da geht dann sozusagen unsere gemeinsame Reise los. Wichtig ist mir, dass du auch ein Ziel hinausarbeitest. Das heißt, dass du sagst, okay, bis zu Dezember möchte ich ganz gerne bei einem Open Mic mitmachen oder ich möchte ganz gerne irgendwo einen Auftritt organisieren. Ich möchte zu einem Casting bei The Voice oder DSDS. Ich habe auf jeden Fall immer ein Ziel vor Augen und das Ziel möchte ich realistisch einhalten. Ich sage dir auch immer ganz klar, ob das realistisch ist und ob es nicht realistisch ist. Das heißt, wenn du wirklich auf Biegen und Brechen keine drei Töne treffen kannst, dann sage ich dir auch ganz klar, es ist nicht gut, dass du dann zu The Voice gehst oder zu DSDS und dich dann da sozusagen zum Affen machst. Ne? Das heißt, versuch da auf jeden Fall auch realistisch zu sein und zu reflektieren. Ja, beim nächsten Mal erzähle ich euch, wie so eine Online-Escape-Stunde stattfindet und ich hoffe, euch hat dieser Einblick hier gefallen. Lasst mir doch einen Daumen hoch, Abonnement und wenn ihr weitere Fragen habt, dann schreibt die runter in die Kommentare und schaut doch bitte jetzt die nachfolgenden Videos und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn wir uns auch auf Instagram oder Facebook sehen. Liebe Grüße aus Singapur und vielen, vielen Dank fürs Zuschauen.